Damit ist mein Vortrag zu Ende. Und ich würde jetzt sagen, wir können mal in die Diskussion eintreten. Klaus, gibt es denn Fragen? Ja, es gibt einige Fragen. Ich fange mal, glaube ich, mit der einfachsten an, weil das, glaube ich, nur ein Fehler bei der Einheit ist. Gefragt wurde nochmal, ob die maximale Pumpleistung tatsächlich nur bei 500 Liter pro Tag liegt. Da habe ich mich versprochen, 500 Kubikmeter. Genau. Ja, das denke ich, ist klar. Dann noch eine weitere inhaltliche Frage. Man braucht nicht, das ist jetzt anders Deutsch, man braucht nicht einen anderen Schacht. Es hat so aber bei der Einlagerung, also man hatte bei der Einlagerung auch nur einen Schacht und es dauert nur so zu lange, wenn man den Schacht 2 nehmen würde. Das ist auch eine Sache, die wir in der A2B ja häufig diskutiert haben und die wir auch mit dem Betreiber diskutiert haben. Es gab auch von uns immer wieder die Frage, ob man nicht wenigstens die mittelaktiven Abfälle, die relativ gut zugänglich sind, über den Schacht 2 rausbringen könnte. Das wird aber sogar auch von der AGO, also von den uns beratenden Wissenschaftlern aus Strahlenschutzgründen, abgeraten. Und ich würde jetzt ungerne mit den Bedingungen zum Zeitpunkt der Einlagerung argumentieren. Also die Art von Strahlenschutz, die 1965 oder 67 betrieben wurde, die möchte ich bitte nicht mehr in 2020 sehen oder später. Gut, dann gibt es politische Fragen. Die erste ist, gibt es eine Liste der politischen Vertreterin, glaube ich, die von Beginn an daran beteiligt waren. Schwierig. Also das ist ja eine 50 Jahre alte Geschichte und da haben schon viele drin rumgerührt. Wir haben da keine Liste angelegt bisher. Wir handeln immer mit den gerade zuständigen Akteuren und gucken eigentlich nicht so auf die Fehler, die sowieso dann nicht mehr gut zu machen sind, weil die Leute nicht mehr im Amt sind. Es ist viel Mist gelaufen zur ASSE 2. Ja, vielleicht kann ich das auch noch mal ergänzen. Du hattest ja einmal schon diese Fotoreihe gezeigt, wo man schon sehen kann, wer alles in den letzten 10 Jahren auf Bundesebene sozusagen verantwortlich war. Das geht quer durch alle Parteien. Man kann da keine Partei ausnehmen. Was ich bemerkenswert finde, ist eigentlich ein Paradebeispiel, die ASSE, ist die Verquickung von Politik und Wissenschaft. Dass also Wissenschaftler sich dafür hergegeben haben, am Beispiel Helge Jürgens, das eigentlich unkritisch also abzusegnen, was dort passiert ist, und Politiker dann also sich auf die Wissenschaftler berufen konnten und das auch getan haben und so in diesem Zusammenspiel die ASSE einfach eben durchgesetzt und betrieben haben. Ja, da hast du, glaube ich, aber den falschen Namen gerade genannt. Also Helge Jürgens war ja derjenige, der sich massiv... Ja, also Helge Jürgens war der Einzige, also wie man mit Helge Jürgens umgegangen ist, ja, meine ich. Ja, ne? Ja. Das war eigentlich so ein Beispiel, was wie die Wissenschaft sich da eigentlich auch mitschuldig gemacht hat. Die sind eigentlich genauso zu nennen wie die verantwortlichen Politiker im Laufe der Jahrzehnte. So, dann noch gleich nochmal weiter. Zum nicht vorhandenen Willen zählt ihr dazu auch die grünen Akteurinnen, lokal, landes- und bundespolitisch? Die sind unterschiedlich engagiert. Also wir haben da sowohl gute als auch schlechte Erfahrungen. Würde ich jetzt nicht irgendwie, hat Klaus ja schon gesagt, ich würde jetzt nicht eine Partei in die Pfanne hauen. Also doch, eine würde ich in die Pfanne hauen. Die neuerdings aufgetaucht ist und die halt gegen die Rückholung ist. Aber ansonsten, wir sind gerade dabei, die alle mal wieder so ein bisschen auf die Spur zu bringen. Also wir haben viele Gespräche geführt, gerade Ende letzten Jahres mit sowohl landespolitischen als auch bundespolitischen Vertretern. Uns ist dann auch ein bisschen irgendwie dieses Kontaktverbot wegen Corona dazwischen gecrasht. Da konnten wir gewisse Gespräche nicht mehr fortführen. Aber wir werden das jetzt so in der Form, wie wir es machen können, wieder aufnehmen. Wir haben
Wir sind mit dem Thema wahrgenommen worden im Haushaltsausschuss des Bundestages. Die haben nämlich auch festgestellt, dass nur sehr wenig von dem Geld, was zur Verfügung gestellt wird, tatsächlich für die Rückholung aufgebracht wird. Und wir haben das war dann leider auch sehr eingeschränkt von der Beteiligung her, im Umweltausschuss des Bundestages unsere Bedenken vortragen können. Das ist allerdings auch im April gewesen, wo wir nicht alle hinfahren durften. Und das ist auch aus meiner Sicht noch erweiterungs- und fortsetzungsfähig. Gerade jetzt aktuell am Montag waren Vertreterinnen aus dem Umweltausschuss Niedersachsen an der Asse, haben auch mit uns gesprochen. Da passiert hinter den Kulissen im Moment eine ganze Menge und wir hoffen ganz, ganz stark, dass wir das Thema auch wieder in diese breite Öffentlichkeit kriegen, wie es ja 2007, 8 und 9 war. Gut, dann ziehe ich mal eine Frage vor, die jetzt zum Schluss kam, weil das nochmal grundsätzlich ist. Sprecht ihr jetzt hier für die AG oder für den A2B? A2B heißt Asse 2 Begleitgruppe. Erstmal für die Fachgruppe Asse der AG Schacht Konrad. Mit den anderen ist der Inhalt dieses Vortrags nicht abgesprochen. Das ist jetzt eine Aktion der Fachgruppe Asse im Rahmen des Atommüllreports. Am A2B hängen ja noch mehr Leute dran. Da sind die kommunalen Vertreter und die zivilgesellschaftliche Vertretung. Die sind nicht Mitveranstalter, aber sicherlich auch der ein oder andere hier Zuschauer. Ja, dann eher noch mal eine Information zu dem, was Silke und ich eben zu den Wissenschaftlern gesagt haben. Es gab den Geologen Klaus Kühn aus Clausthal-Zellerfeld, der von Anfang an die Asse für sicher und gegenüber dem Bundesministerium für trocken erklärt hat. Das kann man einfach als Zusatzinformation so stehen lassen. Auf jeden Fall auch ein Name, der uns total bekannt ist. Das stimmt auf jeden Fall. Ich meine sogar, der hat mal ein Bundesverdienstkreuz gekriegt, was er immer noch hat, obwohl die Asse, also das Desaster eigentlich auch mit durch ihn verantwortet worden ist. Ja, dann auch nochmal zu einer politischen Geschichte. Es braucht keine Ministerbesuche, sondern einen Platz, wo man den Mist nach der Rückholung hinschaffen kann. Oder soll die Rückholung schon vorher starten? Ja, das ist mal die große Frage, was ist die Henne, was ist das Ei? Also natürlich braucht man einen Platz, wo man dann das Atommüllfass, was man aus der Asse geholt hat, hinstellt. Die Bundesregierung denkt ja, das dann am Ende dahin zu bringen, wo man auch den hochaktiven Müll, also die Castor-Behälter, noch hinbringen will. Das wird sich aber noch ganz, ganz lange hinziehen. Also ich schätze nicht, dass wir vor 2070 einen Ort haben, der tatsächlich annahmefähig ist. Und die Diskussion, wohin dann in der Zwischenzeit, deshalb heißt es ja offiziell Zwischenlager, wobei wir da auch von Langzeitlagern sprechen, weil das ist einfach eine lange Zeit, die Fässer dann woanders sind. Das ist einfach gerade die große Frage, vor der wir jetzt stehen und wo auch unklar ist, das hatte ich, glaube ich, vorhin gezeigt, da man ja die Abfälle erstmal deklarieren und analysieren muss, also erstmal gucken muss, was ist eigentlich in Fass 1, in Fass 2, in Fass 3 drin, braucht man ja eine Anlage, die das kann. Wenn man Atommüll transportiert, braucht man eine Transportverpackung, die das leistet, was dem Inhalt gerecht wird. Also muss ich ja auch den Inhalt kennen, bevor ich überhaupt transportiere. Und die Konzeption dieser einzelnen Bestandteile, die jetzt nach der Rückholung errichtet werden müssen, das ist gerade eine sehr, sehr schwierige Diskussion, die auch noch nicht zu Ende geführt ist. Also wo wir uns, glaube ich, einig sind, ist, dass mit der Benennung von diesem Standort 1 durch Herrn Flassbart vor 8 Wochen, dass das nicht das Ende des Liedes ist. Ja, vielleicht nochmal ein anderer Aspekt, der vielleicht auch gemeint war. Also genehmigungsmäßig muss es ein genehmigtes Zwischenlager geben, bevor die Rückholung genehmigt wird. Das ist eine Frage, die müsste man mal dem Umweltministerium in Niedersachsen stellen, denke ich. Weiß ich nicht im Moment.
Also um die Frage zu beantworten, wofür wir denn sind, wann man beginnt. Also wir sagen, im Prinzip muss das die ganze Zeit laufen und zwar möglichst mit Hochdruck. Also eine unserer Forderungen war zum Beispiel auch, also ich habe ja vorhin erklärt, dass es nicht mal das Rückholbergwerk oder den Bergeschacht bisher gibt. Eigentlich muss man rund um die Uhr an der Asse jetzt planen und bauen. Und ich finde sogar, dass man sich die Nachtruhe gerade nicht leisten kann, weil das muss passieren. Von mir aus sollen die im Vierschichtbetrieb weitermachen. Gegen gute Bezahlung natürlich. So, dann gibt es eine weitere Frage. Gibt es seriöse Schätzungen, was die Rückholung insgesamt kosten wird? Exorbitant. Ursprünglich war, glaube ich, mal von 2 Milliarden die Rede. Das haben wir längst geknackt. Das kostet richtig viel. Aber da haben wir auch von der Politik eigentlich immer die Antwort bekommen, darüber wird nicht gesprochen. Das kann nicht am Geld scheitern. Also das sind so Aussagen, die zum Beispiel auch der niedersächsische Umweltminister, der derzeitig amtierende, getroffen hat. Und das finde ich auch, das muss sein. Also wir können jetzt nicht, weil wir irgendwie in den 20er oder 30er Jahren Geld sparen wollen, für Hunderte von Jahren hier eine radioaktive Verseuchung in Kauf nehmen. Es geht einfach nicht. Was ich halt dramatisch finde, und da ist der Haushaltsausschuss des Bundestages ja auf der richtigen Spur, ist, dass zu wenig Geld für die Rückholung ausgegeben wird. Also fließt halt auch vieles in andere Dinge in der BGE. So, jetzt kommen wir nochmal zurück auf den Ablauf mit der Rückholung. Und zwar, wann wäre aus eurer Sicht ein sinnvoller Zeitpunkt, mit der tatsächlichen Rückholung zu beginnen? In Klammern, die Vorbereitungen müssen natürlich vorher starten. Ja, also uns ist das mit 2033, mit dem anvisierten Beginn der Rückholung eigentlich viel zu spät. Also wir waren auch ein bisschen entsetzt. Das hat, glaube ich, Frau Hendricks mal irgendwann festgelegt, als sie Bundesumweltministerin war, dass das 2033 erst geht. Und auf diesen Zeitplan ist ja auch diese Rückholskizze der BGE ausgelegt. Die übrigens auch, was total interessant ist, wenn man sich die mal anguckt, die ganze Rückholskizze beschreibt eigentlich nur die zu erledigenden Arbeiten bis zum Beginn der Rückholung. Die eigentliche Rückholung und was nach der Rückholung passiert, ist darin überhaupt nicht beschrieben. Also ist es gar keine Rückholskizze, sondern eine Vorrückholungsskizze. So, nächste Frage auch dazu. Was ist das Zeitkritische bei der Rückholung? Warum soll der Beginn so weit in der Zukunft liegen? Ja, habe ich, glaube ich. Das habe ich eben schon mal gesagt. Hier kommt auch gerade noch mal die Antwort auf die Kostenfrage von der Projektleiterin des Atome-Reports. Die hat geschrieben, im Moment sind 4 Milliarden veranschlagt. Also ursprünglichen. Danke, Ulrich. Ja. Ja, vielleicht nochmal zu dem Zeitkritischen mit 2033. Das ist eigentlich so mit unserer ja, wesentliche Aufgabe, so sehen wir es zumindest auch im Begleitprozess, Möglichkeiten für eine Beschleunigung zu finden. Und Silke hat das vorhin schon mal gesagt, die Wissenschaftler haben da insbesondere das Zusammenspiel zwischen BGE und den verschiedenen Genehmigungsbehörden ausgemacht, dass da diese Kommunikation einfach viel zu schlecht läuft und die Genehmigungen zu lange dauern. Und da mahnen wir eben schon seit Jahren eigentlich an, dass da Potenzial liegt, um die Vorbereitung zu beschleunigen, um eben vielleicht doch vor 2033 anzufangen. Denn eins ist klar, die Zeit läuft gegen die Rückholung. Es kann sein, dass der Berg, dass der Wassereinbruch schneller kommt, als dass dann die Rückholung begonnen oder sogar eben abgeschlossen werden konnte. Und das muss natürlich eigentlich unbedingt vermieden werden. Ja, dann eine Frage, die du auch schon angesprochen hattest. Wo werden die kontaminierten Wässer in der Asse gesammelt und dann abgepumpt? Im Moment, soweit ich weiß, auf dem Betriebsgelände. Es gab zwischendurch auch mal den Plan, dass in so großen 1000-Liter-Behältern auch auf dem Bohrplatz Remling 15 nochmal zwischenzulagern. Und da gab es dann aber, glaube ich, einen Rüffel von der Aufsichtsbehörde, dass das da nichts zu suchen hat. Im Moment weiß ich es nicht genau. Ich vermute mal auf dem Betriebsgelände, weil es gibt ja im Moment keinen Annahmeort.
Ja. Ich habe also ein paar Fragen, wenn sich manche denken, meine Frage kommt nicht dran, so die sich über den Vortrag, zu dem Vortrag noch sind, die habe ich jetzt mal an den Schluss geschoben. Ich mache jetzt erstmal mit den inhaltlichen Fragen weiter. Das hört sich angesichts der aktuell zur Krisenbewältigung herumfliegenden Zahlen ja noch machbar an und auch im Vergleich zu anderen Großinfrastrukturprojekten, nur dass es nur um Müllbeseitigung geht und keine bleibenden Werte geschaffen werden. Ja, die bleibenden Werte sind, dass wir keine absaufende Asse haben. Ja, das sind auch keine Summen, über die man diskutieren muss, finde ich auch. Ja, vielleicht auch nochmal so eine bildliche Vorstellung von den bleibenden Werten. Also die Grundidee bei der Rückholung ist ja, dass wenn man den Müll geborgen hat, er beobachtbar ist und handelbar ist und dass man reagieren kann, wenn er unten bleibt und die Flutung zum Beispiel gemacht wird oder dass der Berg eben absäuft, das Bergwerk absäuft. Dann kann man eigentlich nur noch den Schaden hoffen, den Schaden begrenzen zu können, weil dann hat man eigentlich keine Einflussmöglichkeiten mehr. Das ist der qualitative Unterschied zwischen unten drin lassen und rausholen. Ja, dann eine weitere Frage. Für die eigentliche Rückholung gibt es doch bisher keine technische Vorstellung, geschweige denn bekannte Techniken. Ja, das ist auf jeden Fall auch eine Frage, die ich auf der nächsten Sitzung nochmal stellen werde. Wir haben ja Ende nächster Woche, am Freitag, den 11.09., haben wir wieder eine Sitzung mit allen Beteiligten in diesem Begleitprozess. Und eigentlich wollten wir die Frage schon in der Juli-Sitzung stellen. Wie sieht es denn jetzt eigentlich aktuell aus mit der Bergetechnik? Also es gibt immer so schöne Skizzen, die man vielleicht mit AutoCAD oder so zeichnen kann und dann so zeigen kann, als ob das schon da ist. Aber ich will wissen, welche Firmen sind beauftragt, diese Bergetechnik zu entwickeln und was gibt es da schon? Also das ist eine der Sachen, die ich auf jeden Fall am nächsten Freitag auch fragen will in der Sitzung. Ja, dann das passt da ganz gut zu. In den Folien war doch eine Skizze, wie sich das vorgestellt wird. Genau, aber wie gesagt, das sind so Skizzen, die kann man ja am Computer einfach mal machen. Genauso wie dieses Rückholbergwerk schon akribisch in 3D-Darstellung irgendwie vorgestellt wurde. Man darf aber nicht glauben, dass es das deshalb schon gibt, weil das jemand auf dem Computer gezeichnet hat. Geschweige denn, dass es schon ausprobiert wurde. Und da muss einfach auch echt mehr Tempo in die Entwicklung dieser Bergetechnik. Das ist also wirklich was ich auch der BGE vorwerfe. Dass also jetzt 10 Jahre, ne, Asse unter Atomgesetz, 7 Jahre ist klar, die Rückholung also ist Gesetz, ist ein Auftrag. Wieso gibt es denn diese Tripod-Bagger noch nicht? Das ist unvorstellbar. So, jetzt komme ich noch mal auf. So, wird dieser Vortrag auf YouTube zur Ansicht für jedermann zur Verfügung gestellt? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das wurde hier im Chat auch schon gesagt. Wir stellen alle Vorträge des Atommüllreports auf einen YouTube-Kanal ein und die Links findet ihr dann in den nächsten Tagen auch auf der Seite des Atommüllreports. Es muss halt erst geschnitten werden und dann kann man es einstellen. Ja, und von Jan, der hat noch angemerkt, alle Zuhörerinnen von heute, so verstehe ich das, bekommen den Link zugesendet. Ja, das stimmt. Also alle, die sich angemeldet hatten. Genau. So, und dann hat Ursula noch geschrieben, ja, auf der Seite Atommüllreport, ich meine, es geht das gerade weg hier, auf der Seite Atommüllreport. Ja. Gibt es eine Playlist zur Veranstaltungsreihe? Und dann kommt der Link, den kann ich natürlich jetzt nicht vorlesen. Das kriegt ihr schon mit. Ja. Das trauen wir euch zu. So, jetzt sehe ich hier noch, jetzt ist noch eine Frage dazugekommen. Die Politikerinnenliste wäre wichtig für Politologen, die sich zukünftig wissenschaftlich aufarbeiten, damit beschäftigen könnten. Zum Beispiel von den Leuten des Freie Universitätsinstitut FU, Forschungs- und Umweltinstitut. Das Institut hat vom April bis Juli 2019
eine freie Universitätsringvorlesung durchgeführt, Titel Atomkonflikt bis in alle Ewigkeit, inklusive staatlicher Powerplayer, unter anderem auch Anti-AKW und Forscherinnen. Ja, das ist super, dass es da auch wieder ein neues Engagement gibt. Und tritt doch einfach mit uns mal in Kontakt. Also wir sind ja, Klaus und ich, beide von der AG Schacht Konrad. Und wir sind auch über die Homepage der AG Schacht Konrad erreichbar. Schreib uns doch einfach mal an und dann gucken wir, was wir da gemeinsam auf die Beine stellen können. Ansonsten genau. Kann ich auch nur alle auffordern, sich zu engagieren, dabei zu sein, uns zu unterstützen, mit uns auf die Straße zu gehen, wenn wir es wieder tun und eventuell auch sich an der Quartalssitzung jetzt am 11.09. zu beteiligen. Die wird wieder in Präsenz durchgeführt mit maximal 80 Leuten und ich glaube, wir haben ungefähr 30 Plätze für Zuschauerinnen. Und das ist auch wichtig, dass da Interesse gezeigt wird, dass da nicht immer nur die delegierten Leute aus den Initiativen sitzen und die zuständigen Bürgermeister, sondern dass da auch deutlich wird, die Region hier, das Braunschweiger Land, will die Rückholung des Atommülls aus der Asse. Und dafür treten wir weiter ein. Ja. Also wir hatten eine Stunde angesetzt für den Vortrag. Die haben wir schon überzogen. Und wenn ihr jetzt keine wirklich brennenden Fragen mehr habt, dann würden wir den Vortrag jetzt beenden. Bedanken uns, dass ihr dabei wart. Und ich möchte noch darauf hinweisen, nächste Woche wird mein Kollege Wolfgang Imke von der BI Lüchow-Dannenberg über die Rolle Gorlebens im Endlagersuchprozess sprechen, auch wieder mittwochs 18 Uhr, Zugangsdaten über den Atommüllreport und vielleicht treffen wir uns da ja wieder. Vielen Dank!